Hi und willkommen zum nächsten Video. Und zwar gucken wir uns heute einmal das HTC One X im Volltest an. Ja, das ist es auch schon. Ich halte es hier in meinen Händen und vorerst, wie liegt es? Es liegt super in der Hand. Von der Verarbeitung her, wir haben ein Display, das ist kratzfest, ein Corning Gorilla Glass Display. Die Verarbeitung ist durchgehend aus Kunststoff. Alles Kunststoff, hier Kunststoff, hier Kunststoff. Allerdings trotzdem sehr hochwertig, das ist ein Unibody-Gehäuse, das heißt, wir können folglich auch nicht den Akkudeckel abnehmen oder irgendwie den Akku austauschen. Ja, so liegt es jetzt in meiner Hand und es hat die Abmessung von 134,63 mm mal 69 mm und das Telefon ist 8,9 mm dick oder dünn. Das Gewicht beläuft sich auf 130 Gramm. Es gibt die Farben schwarz, das haben wir hier. Und es gibt das Telefon auch noch in Weiß. Ja, HTC ordnet es selber in der Kategorie High-End-Smartphones ein. Und das sehen wir ähnlich. Vom Äußeren her, wir haben natürlich hier eine Frontkamera. Wir haben die Hörmuschel, die ist ins Gehäuse gebohrt. HTCs Logo, Licht- und Näherungssensor und hier auch noch eine Benachrichtigungs-LED. Das Display hat in Diagonale 4,7 Zoll. Es ist ein HD-Display, das heißt 1280x720 Pixel und es ist HTCs eigenes SLCD-2-Display. Ja, hier haben wir drei kapazitive Touch-Tasten, zurück, Home und die Multitasking-Taste. Auf der Unterseite haben wir ein Mikrofon, das primäre Mikrofon. Auf der Oberseite das sekundäre Mikrofon für aktive Geräuschunterdrückung. Ein 3,5 mm Klinkenanschluss, der ist ebenfalls ins Gehäuse gebohrt. Die On- und Off-Taste. Auf der Rückseite haben wir hier den Eingang für die Micro-SIM-Karte. Die Kamera, sie nimmt auf in 8 Megapixeln und hat eine 2.0er Blende, ist industrieführend momentan die beste Kamera. Wie das mit dem S3 dann aussieht, mit dem Samsung Galaxy S3 mit der Kamera, das wird sich dann später nochmal zeigen, ob die dann noch besser ist als die hier. Hier steht nochmal HTCs Logo und lustigerweise kann man diese Rückseite auch ein bisschen eindrücken, minimal, aber man kann's. Hier steht nochmal Beats Audio. Also die Kooperation mit Beats Audio, hier ist nochmal der Lautsprecher, ein paar Kennzeichnungen, Spezifikationen. Auf der rechten Seite die Laut- und Leisewippe, die ragt etwas hinaus, bisschen mehr als beim HTC One S, bietet guten Druckpunkt, könnte aber ein bisschen weiter noch hinausragen, ist aber trotzdem dafür angenehm groß. Auf der linken Seite finden wir lediglich den Micro-USB-Anschluss, dort können wir das Telefon aufladen oder mit dem PC verbinden. Oder mit Hilfe eines MRL-Adapters HDMI-Inhalte, also HD-Inhalte, auf zum Beispiel einen Fernseher übertragen. Ja, das Betriebssystem ist Android in der neuesten Version 4.0.4, Ice Cream Sandwich mit HTCs eigener Oberfläche SenseUI 4.0. Ja, der Akku, wie gesagt, ist integriert. Er hat eine Kapazität von 1800 mAh. Die Bereitschaftszeit, also die Standby-Zeit, liegt bei maximal 440 Stunden und die maximale Sprechzeit bei 420 Minuten. Das ist ein ganz ordentlicher Wert. Der interne Speicher beträgt 32 GB, wir können ihn nicht erweitern. HTC legt aber mit Dropbox zusammen noch einen Cloud-Speicher zur Verfügung drauf. So, jetzt fahren wir das Handy mal hoch und gucken mal, was es so zu bieten hat. Lange 3 Sekunden auf die On- und Off-Taste drücken. Und HTC bringt natürlich mal wieder die Schnelligkeit rein beim Hochfahren. So, Hochfahren ist es. Jetzt wird der Ring in die Mitte gezogen. Und so sind wir im Home-Menü. Ja, hier finden wir die neue Oberfläche, wie eben schon gesagt. So, jetzt gehen wir mal in den Browser, um zu gucken, wie der 1,5 GHz getaktete Quad-Core-Prozessor von der TK3-Plattform seinen Dienst im Handy tut. Gehen wir mal wie immer Wetter ein, unsere Standardseite, und guck mal, wie schnell, wie es lädt. An Datenraten haben wir natürlich WLAN 802.11 nach BG und Endstandard, Bluetooth 4.0, UMTS, HSDPA Plus und in Deutschland natürlich nicht verfügbar LTE, aber wir denken, das wird auch noch irgendwann kommen. So, fertig geladen, ruckelfrei, funktioniert einwandfrei. Jetzt werden wir mal SHIP wie immer öffnen, mal gucken, wie das Handy, der Prozessor mit aufwendigeren Seiten umgeht. Wieder fertig, gucken wir mal. So. Wollen wir natürlich nicht die mobile Seite aufnehmen.
Dauert noch. Jetzt ist er fertig. Jetzt funktioniert es auch ruckelfrei. Jetzt kann man auch ranzoomen. Funktioniert flüssig. Wir haben keinen Unterschied zwischen dem HTC One S und X beim Prozessor rausgefunden. Der ausführliche Test im Versus wird auch noch kommen. Ja, was auch sehr, sehr neu ist, ist, wenn man jetzt in den Home-Menü geht, beim HTC kann man jetzt auch wischen und nicht mehr hoch und runter scrollen. Das ist auch sehr, sehr neu. Wenn man jetzt auf dem Screen tippt, lange, kann man Widgets hinzufügen, ist aber sehr, sehr unordentlich gelungen jetzt diesmal. Sehr, sehr schlecht. So, jetzt gehen wir mal in die Kamera-Applikation. Wir finden hier eine 8-Megapixel-Kamera vor, wie wir schon vorhin erzählt haben. Ein ausführlicher Test wird auch folgen. Wir können hier jetzt einen Fokus setzen. Wir holen mal hier ein Objekt dran. Er hat ja auch hier schon fokussiert. Ein Bild schießen. Die Auslösezeit ist wirklich sehr schnell. Wir können das Bild jetzt hier angucken. Oder wir können natürlich auch ein Video aufzeichnen. In natürlich, wie gesagt, Full HD 1080p. Und während des Videos können wir auch praktischerweise Bilder aufzeichnen. Hier können wir auch noch zoomen. Aber wie man es kennt, na klar, ein digitaler Zoom, das Bild wird noch hochskaliert und nicht verbessert. Genau, das ist also wirklich dann nicht wirklich gut. Ja, wir können auf die vordere Kamera wechseln. Wenn wir hier auf Einstellungen klicken, dann haben wir die vordere Kamera. Und ja, das war soweit auch die Kamera. Ein Testvideo wird natürlich wie immer diesem Video auch beigehängt, wie man das halt kennt. Da könnt ihr euch selbst von der Kameraqualität nochmal überzeugen. Jetzt kommt ein kleines Fazit. Negativ fanden wir natürlich erstmal, Verarbeitung ist gelungen, aber schade, dass HTC nicht wieder auf sein super Verarbeitungsmerkmal setzt und das ist immer irgendwie Metall oder sowas. Trotzdem, Unibody und vom Quad-Core-Prozessor hätten wir uns ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet, denn ab und zu ruckelt es doch manchmal, es stört eigentlich nicht, aber vom Quad-Core-Prozessor kann man das eigentlich erwarten, dass der seinen Dienst super geil tut. Also er tut ihn super, aber nicht super geil, wenn man das jetzt so sagen kann. Ja, der Preis ist mit 599 Euro momentan ziemlich hoch und im Gegensatz zum One S hat es auch nicht ein ganz so gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, positiv ist uns aufgefallen, das neue HD-Display, was wirklich mit der Schärfe überzeugt. Und die Kamera ist auch eigentlich sehr, sehr gut gelungen. Die Oberfläche auf das Android-Betriebssystem ist auch gut gelungen. Ja, gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert uns, das würde uns helfen. Und wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen.